Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bevor ich es vergesse, bitte abonniere den Kanal und drück auf die Glocke, damit du immer informiert bist, wenn es neue Videos gibt und gib uns gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank dafür. Ja, der Titel des heutigen Videos ist, woran denkst du beim Training? Woran denkst du, wo bist du mit deinem Kopf, wenn du körperlich trainierst? In der heutigen Zeit ist das ja immer mehr und immer öfter so, dass man eigentlich mental nicht da ist, wo man gerade physisch anwesend ist. Also wir sind irgendwo und machen etwas, aber unser Kopf, unsere Gedanken sind ganz woanders. Wir denken über etwas nach, was in der Vergangenheit war. Meistens denken wir aber über Dinge nach, die wir noch zu tun haben in der näheren Zukunft oder in der ferneren Zukunft. Und das kann natürlich zu einer Überforderung führen und das kann dazu führen, dass wir uns ja gestresst fühlen, dass wir Druckgefühle haben, Zeitdruck und wie auch immer. Denn ja, es ist einfach, wie gesagt, häufig so, man ist mental nicht da, wo man körperlich ist. Der Grund für dieses Video ist der, dass ich kürzlich ein Gespräch hatte mit einem jungen Mann, der ist noch recht neu bei uns im Training. Und es hat sich so ergeben, dass der den Kraftausdauerzirkel trainiert hat, also da, wo ich jetzt auch gerade hier stehe. Und während er dieses Training gemacht hat, hat er auf seinem Handy YouTube-Videos geschaut. Nun, ich möchte das in keinster Weise verurteilen, ich möchte dir einfach nur meine Gedanken dazu mitteilen. Und zwar, es ist ja immer so, da wo du deine Aufmerksamkeit hast, da hast du auch deine Energie. Wir können uns ja im Prinzip nicht wirklich auf zwei Dinge gleichzeitig sehr gut konzentrieren. Bis zu einem gewissen Grad geht das, aber irgendwo hört es einfach auf. Und das hat auch nichts mit Hokuspokus zu tun. Letzten Endes funktioniert ja auch genauso das mentale Training. Wo deine Gedanken sind, da ist deine Energie. Im mentalen Training nutzt man beispielsweise Dinge wie, dass man Wärme zum Beispiel in die Hand sendet oder in die anderen Gliedmaßen, in die Füße, in die Beine. Und tatsächlich spürt man irgendwann, dass das warm wird. Das heißt, durch Gedanken kriege ich eine wirkliche, reale Reaktion. Oder stell dir ein tolles Essen vor, eine leckere Speise, worauf du gerade Lust hast, vielleicht Eiscreme oder irgendetwas und du wirst merken, dass dir möglicherweise das Wasser in den Mund schießt, im Mund zusammenläuft. Das heißt, du kriegst eine körperliche Reaktion auf deine Gedanken. Das ist klar. Natürlich kannst du das Training durchführen. Du kannst zum Beispiel an der Rudermaschine sitzen und einfach daran ziehen und daran arbeiten, ohne genau zu wissen, welche Muskeln daran überhaupt beteiligt sind. Und trotzdem wird das irgendwie funktionieren, das ist gar keine Frage. Und du wirst auch Ergebnisse haben, das ist auch keine Frage. Aber schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Zum Beispiel beim Ausdauertraining. Wenn ich ein Ausdauertraining mache, ich mache zum Beispiel eine lange Radeinheit, ein Rennradtraining, Grundlagenausdauer auf dem Heimtrainer, dann höre ich dabei auch durchaus Musik. Gerne sogar, weil mich das motiviert, weil mich das ein bisschen ablenkt, das ist gar keine Frage. Aber ich persönlich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, ich kann das nur dann machen, wenn ich ein wirkliches Grundlagenausdauertraining mache. Wenn ich ein sehr intensives Ausdauertraining mache, dann geht es noch bis zu einem gewissen Grad, dann motiviert mich das auch noch. Die Musik, die trägt mich, die nimmt mich mit. Aber wenn es noch intensiver wird, dann stört mich das. Dann empfinde ich es als störend, dann muss die Musik ausmachen, dann nehme ich den Kopfhörer ab. Vielleicht geht dir das ähnlich. Beim Krafttraining mag es vielleicht anders sein. Beim Krafttraining könnte es vielleicht so sein, dass man hergeht und sagt, okay, die Musik motiviert mich auch. Ich habe einen Beat, ich habe einen Takt, ich habe einen Rhythmus. Aber beobachte dich mal dort, wenn du einen wirklich intensiven Satz machst, einen wirklich intensiven Krafttrainingssatz machst, ist dir schon mal aufgefallen, dass du vielleicht auf den letzten zwei, drei wirklich heftigen Wiederholungen die Musik gar nicht mehr so richtig gehört hast? Wo warst du da mit deiner Aufmerksamkeit? Wahrscheinlich warst du sehr konzentriert bei dir selber und hast dich gedanklich nur darum bemüht, das Gewicht bewegen zu können und hast nicht mehr hingehört, was die Musik macht oder wo die Musik ist. Das ist natürlich reine Spekulation, so erlebe ich das bei mir, aber ich glaube, das ist bei vielen, vielen Leuten so, einfach weil man seine Aufmerksamkeit in der letzten Konsequenz bei voller Intensität nur auf eine einzige Sache bringen kann. Und wenn der Satz, die Wiederholung, dir alles abverlangt, dann wird sie dorthin gehen und unweigerlich von der Musik weg. Also ich würde vielleicht Folgendes sagen, wenn du ein Basistraining machst, ein Grundlagenausdauertraining machst, dann ist das mit Sicherheit völlig okay, dabei Musik zu hören oder einen Film zu gucken oder ich sehe sogar manche Leute lesen dabei ein Buch, das könnte ich persönlich nicht. Aber sobald die Intensität höher wird, macht es wahrscheinlich Sinn, da mal drüber nachzudenken und wenn du wirklich intensiv trainierst, ob es dann wirklich gut und sinnvoll ist, Musik zu hören oder ob man für intensive Sätze und Wiederholungen möglicherweise die Musik weglässt. Da, wo deine Aufmerksamkeit ist, da ist deine Energie.
Ich habe vorhin gesagt, natürlich kannst du am Ruderzug sitzen und daran trainieren, ohne wirklich zu wissen, welche Muskeln im Einzelnen dort arbeiten. Aber nach ein paar Monaten oder sogar ein paar Jahren Training wirst du sehr genau spüren, welche Muskeln dort arbeiten. Und deswegen wirst du sie auch viel gezielter und somit viel intensiver einsetzen können, weil du sie gezielt anspannen kannst. Du wirst ein viel besseres Gefühl für den Muskel haben. Dadurch kannst du ihn intensiver belasten und dadurch wirst du bessere Trainingsergebnisse kriegen. Das hängt unmittelbar zusammen. Und genau das ist eigentlich der Auslöser gewesen. Ich habe den jungen Mann letzten Endes nach dem Training angesprochen und habe gesagt, hier, du schaust YouTube-Videos beim Training, warum? Und er sagte so sinngemäß, ja, das ist so langweilig, ich lenke mich ein bisschen ab. Dann haben wir erstens mal die Gewichte ein bisschen besser eingestellt, sodass er auch ein bisschen mehr spürt. Und dann habe ich ihm folgende Aufgabe gestellt. Ich habe gesagt, spann mal deinen Latissimus an. Die Frage war, ja, Latissimus, was ist das? Da habe ich ihm gezeigt, wo der ist, der große, breite Rückenmuskel. Ich habe gesagt, spann ihn mal an. Und seine Antwort war, das kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich den ansteuern soll. Ich weiß gar nicht, wie ich da drankomme, was der eigentlich macht. Und genau das ist der Punkt. Während er im Training gesessen hat, um eigentlich seinen Latissimus zu trainieren, hat er einen Film geguckt. Das heißt, das, was er eigentlich machen möchte, konnte er überhaupt nicht tun. Und das ist eigentlich schade bzw. Zeitverschwendung. Denn da sind wir genau wieder am Anfang. Heutzutage haben wir häufig die Situation, dass wir uns, während wir etwas machen, mit völlig anderen Dingen beschäftigen. Und deswegen schlage ich dir vor, wenn du beim Training bist, dann verbring immer mal wieder Zeit mit dir. Kümmere dich um dich selber. Fühl mal hin, was macht dein Körper. Spür mal genau den Muskel, wie er arbeitet. Du wirst vielleicht die Erfahrung machen, dass das unheimlich befreiend sein kann, denn sich mal wirklich auf etwas zu konzentrieren, wie eine körperliche Arbeit, ein intensives Muskeltraining, das kann dazu führen, dass man danach total mental entspannt ist. Es würde jetzt zu weit führen zu sagen, dass das eine Meditation ist, aber eine Meditation arbeitet teilweise ja auch so, dass man sich gezielt auf etwas fokussiert und konzentriert und darüber geraten alle anderen Sachen in den Hintergrund und das klärt einen so ein bisschen auf. Ich möchte die Musik nicht verurteilen, ich höre auch gerne Musik beim Training, ich höre auch beim Krafttraining häufiger mal Musik, das ist gar keine Frage. Mir geht es so, wenn der Satz wirklich intensiv ist, mache ich sie aus oder lege sie weg, mich persönlich stört es dann. Mach deine Erfahrung, schreib mir gerne deine Erfahrung in die Kommentare. Wie ist das für dich? Hörst du immer Musik beim Training oder kannst du auch ohne Schwierigkeiten Filme gucken, während du trainierst, egal welche Intensität du hast? Deine Meinung interessiert mich, schreib es gerne unten rein. Danke, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.